Gerne wird in den Medien die aktuelle Corona-Epidemie verglichen mit historischen Pandemien, wie zum Beispiel der spanischen Grippe oder der Pest. Als Kunsthistoriker denkt man dann an Maler, die der Pest zum Opfer fielen, wie zum Beispiel der venezianische Renaissance-Maler Tizian 1576. Der Maler dieses Bildes starb 1348 bei einer sehr, sehr großen, ganz Europa über mehrere Jahre hinweg erfassenden Pestepidemie in Florenz. Sein Name ist Bernardo Daddi. Um 1340 schuf Bernardo Daddi für den, möglicherweise für den Hochaltar, auf jeden Fall für einen Altar der Florentiner Kathedrale Santa Reparata, ein riesiges Altarbild. Dieses Altarbild war ungefähr 4 Meter hoch, 4 Meter breit und bestand aus mehreren Etagen. Man kann sich diesen Aufbau ein bisschen vorstellen wie eine gotische Kathedralfassade. Das heißt, viele der Bilder in diesem Altar waren spitzbogig geschlossen. Im Zentrum des Altars befand sich eine Darstellung der thronenden Muttergottes mit Kind. Riesiges Bild. Links und rechts flankiert von je 3 stehenden Heiligen. Darüber gab es Giebel, in die Fläche gepresste Tabernakel sozusagen, mit kleineren Bildern. Und darunter eine doppelte Sockelzone, einen zweigeschossigen Sockel, aus dem auch dieses Bild stammt. Die obere Etage des Sockels zeigte die Mariengeschichte, und zwar mit besonderer Betonung der Kindheit und auch der Geschichte ihres Vaters Joachim, in 8 Bildern. Darunter waren ebenfalls 8 Bilder in der unteren Etage dieses Sockels, den man ja auch Predella nennt. Und diese 8 Bilder waren der Patronin der Namensheiligen, der damaligen Namensheiligen des Florentiner Doms, der Florentiner Kathedrale gewidmet, nämlich eben der heiligen Reparata. Hier sieht man ja, wir werden uns das gleich genauer anschauen, das Martyrium der Reparata. Diese Heilige ist eine christliche Märtyrerin des 3. Jahrhunderts, die aus Caesarea stammte, aus dem heutigen Israel. Der Maler Bernardo Daddi hatte die große Schwierigkeit, überhaupt erst Bilder für die heilige Reparata zu entwickeln. Es gab keine Reparata-Ikonografie. Niemand hatte vor ihm die Geschichte der Reparata gemalt. Er musste ex novo, von null auf, diese Dinge visuell erfinden. Am Kölner Bild kann man sich klar machen, wie geschickt, wie genial er dieses Problem löste. Das Martyrium im Feuerofen ist eines von mehreren Martyrien der Reparata, die schlussendlich dann geköpft wird. Es war fast in der Mitte des Altars, unten angebracht, nahsichtig. Das heißt, es war ein Bild, das immer einer besonderen Prüfung durch die Gläubigen ausgesetzt war. Der Maler musste hier zeigen, was er konnte, auf kleinem Format und durch Feinmalerei. Über diesem Bild befand sich in dem Zyklus der Kindheitsgeschichte Mariens der Tempelgang. Und dieses aufstrebende Element, die Treppe, dass die Treppe hinaufgehen des Tempelgangs, das wird hier aufgegriffen durch eine senkrechte Bewegungsrichtung. Man hat das Gefühl, dass die heilige Reparata hier sich nach oben bewegt, wie eine auferstehende Maria, wie eine himmelfahrende Maria. Man hat auch das Gefühl, dass im Zentrum des Bildes ein Bild im Bild entsteht. Nicht ganz unähnlich den riesigen Heiligen, die links und rechts von der thronenden Madonna dargestellt waren. Eine andere Bewegungsrichtung führt von links nach rechts, in Leserichtung. Das ist sicherlich Absicht, denn das befördert das Lesen der gesamten Predella, der Bilderzählung der Reparata, man könnte salopp sagen des Reparata-Comics, von links nach rechts. Dieser Drive wird eingeleitet durch die weiß behandschuhte Hand dieses Soldaten. Eine Manicula fast, das heißt ein Händchen, wie man es in Handschriften sieht, wo solche Händchen häufig an den Rand gezeichnet werden, um auf bestimmte wichtige Schriftstellen hinzuweisen.
Der Drive von links nach rechts wird aber auch dargestellt, vor Augen geführt durch diese beiden Knechte, diese beiden Folterknechte, die das Feuer schüren und beide einen Ausfallschritt in diese Richtung zeigen. Der eine wird vom Rücken dargestellt und der andere von vorne. Ein schönes Beispiel für Varietà. Wie stark dieses Bild gewirkt hat, und selbst heute noch wird Bernardo Daddy mit dem eine Generation jüngeren Erzähler Giovanni Boccaccio verglichen, was seine Erzählkunst anbelangt, wie stark dieses Bild auf die Menschen gewirkt haben muss, die ihm ja, wie gesagt, sehr nahe waren, denn es war die unterste Zone des Altars, das sieht man an den alten Kratzern auf den Gesichtern der Folterknechte. Ich habe lange gedacht, dass diese Kratzer vielleicht aus der Zeit des vorprotestantischen Bildersturms unter dem Dominikaner Savonarola stammen, der Ende des 15. Jahrhunderts in Florenz Luxusgegenstände und auch Bilder verbrannte. Botticelli selbst soll Bilder von sich auf einen solchen Scheiterhaufen geworfen haben. Aber ich glaube, genau umgekehrt wird ein Schuh daraus. Diese Verletzungen, gerade in den Gesichtern der Folterknechte, zeugen von einem tiefen Glauben, von einem tiefen Bilderglauben, von einem Glauben auch an die magische Kraft der Bilder. Ich denke, dass es gerade ein solcher Umgang mit Bildern war, das Zerkratzen von Folterknechten, das Savonarola aufmerksam machte und seine Kritik weckte und überhaupt erst dazu führte, dass er Bilder vernichtet sehen wollte. Kürzlich haben wir diese Tafel in unserer Abteilung für Kunsttechnologie und Restaurierung restauriert. Und diese Restaurierung hat auch eine Neurahmung notwendig gemacht. Denn der alte Rahmen konnte mit dem wieder sehr schön, sehr ansehnlich gewordenen Gemälde nicht mehr mithalten. Dieser alte Rahmen bestand aus einer relativ schmalen Goldleiste. Und zwischen dieser Goldleiste und dem Bild befand sich ein breites Passepartout aus rotbraunem Samt, eine erlesene Scheußlichkeit. Das Problem der Rahmung bestand darin, dass die Tafel nicht nur dick ist, die Tafel, auf die der Maler gemalt hat, sondern auch sehr stark verwölbt über die Jahrhunderte hinweg und dass sie einen breiten, unbemalten Rand hat, den man hier natürlich nicht mehr sieht, der zu einem unbekannten Zeitpunkt mit einer scheußlichen schokoladenbraunen Farbe überzogen worden ist. All das musste der neue Rahmen verdrücken. Unser Lösungsansatz bestand darin, die Originalrahmung des Bildes innerhalb des großen Altarzusammenhangs so weit wie möglich und so genau wie möglich zu rekonstruieren. Freundlicherweise hat uns der Kollege Viktor Schmidt von der Universität Utrecht, der damals in Florenz weilte, Fotos geschickt von Florentiner Altären dieser Zeit, die sich komplett erhalten haben, mit der originalen Rahmung. Und er hat uns Detailaufnahmen von den Predellen geschickt, die sich sehr ähnlich sind, sodass man sagen kann, da hat es damals um 1350 eine Standardlösung gegeben, die wir hier nachbauen können und dürfen. Es war die geniale Idee unserer Chefrestauratorin Iris Schäfer, die Rahmung des Bildes zu beginnen mit einer ganz einfachen Box, die das Bild umhüllt. Eine hölzerne Box, auf der dann die Architektur dieses Rahmens aufgebaut, sozusagen appliziert wurde. Architektur bestehend aus zwei Lisenen und aus einem verkröpften Gebälk und einer Sockelzone. Wir haben eine Ausschreibung natürlich gemacht, haben mit verschiedenen Schreinern gesprochen. Einige haben vor dieser Aufgabe sofort das Handtuch geworfen, andere haben Angebote gestellt. Wir haben dann einen sehr, sehr guten Schreiner gefunden, der für diesen Rahmen, ich glaube, ein halb Dutzend Mal bei uns im Haus war. Immer wieder die Maße abgeglichen hat, die Proportionen. Wir hatten auch Zeichnungen geliefert, wie wir uns das vorstellen. Zum Schluss ging es darum, den fertig geschreinerten und aufgebauten Rahmen so zu vergolden, dass das Gold harmoniert mit dem alten Gold im Bildhintergrund. Was Sie vielleicht noch nicht gesehen haben, das ist auch
eine farbige Fassung gibt, denn die Schattenpartien im Gebälk, in diesem Zahnschnittfries, sind mit dunkelblau eingelegt. Sehr bewusst haben wir versucht zu zeigen, dass dieser Rahmen nur ein Stück aus dem alten Altaraufbau ist. Deswegen geht die Vergoldung um die Ecken nicht weiter. Es gibt unvergoldete Seiten. Das sind sozusagen die Schnittkanten. Das heißt, die Idee, die wir haben, ist, das Bild wurde mitsamt dem ihm gehörenden Stück Rahmen aus dem Altar sozusagen herausgeschnitten. Wir wollen damit sichtbar machen, dass es sich um ein Fragment handelt. Wir haben es jetzt wieder mit der neuen Rahmung in die Galerie gehängt, wie Sie sehen, und den Zusammenhang versucht, in so wenig Worten wie möglich in der neuen Beschriftung zu erläutern.